Wie oft liest man, dass diese Rallye so angeblich ungeliebt sei, keiner liebt sie, dennoch gehen die Kurse nach oben. Aber stimmt das? Das ist die Frage, die ich heute im Markeflüster versuche zu beantworten. Heute ein etwas anderes Format. Ich habe mit der normalen Kamera Probleme beim Mikrofoneingang. Deswegen ist die Tonqualität viel zu schlecht. Ich versuche es jetzt mal auf diesem Wege. Vielleicht geht es ja auch. Ich bin im Bilde. Quasimodo-Gesicht, also wieder sichtbar, und wir wollen uns anschauen, was da los ist an den Märkten. Wir hatten ja heute diese Rallye, ging zunächst nach oben, Stimulus-Hoffnungen, weil die Fed Staatsanleihen, nicht Staatsanleihen, sondern Unternehmensanleihen kauft auf der einen Seite, dann dieses Stimulus-Programm, das Donald Trump 1 Billion in die Märkte pumpen will. Okay, das sind natürlich Faktoren gewesen, aber dann kamen die Zahlen aus Florida zu den Coronavirus-Erkrankungen, auch Texas, und es kam Peking, das praktisch landesweit die Schulen schließt. Also wir haben die Rückkehr, die zweite Welle möglicherweise des Coronavirus, und jetzt gehen wir mal rein in die Schose und gucken uns die Dinge an. Ist diese Rallye wirklich so ungeliebt? Hier sehen wir zunächst mal das, was die Großinvestoren sagen, die von der Bank of America Merrill Lynch befragt werden. Die Zahl 98% stimmt nicht, das ist ein Zahlendreher, 78%, so muss es heißen, der großen Investoren, und die Bank of America befragt wirklich die Dickfische, das sind jetzt keine kleinen Player, die sagen, Aktien sind überbewertet, und wir sehen, dass die Cashbestände von 5,7% auf 4,7% runtergegangen sind. Das ist ein ganzes Prozent. In diesem Zusammenhang ist das sehr, sehr viel. Das ist der größte Rückgang seit 2009, und man hat damit so niedrige Cashbestände wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr. Man ist optimistisch, was die Wachstumszahlen betrifft. Man glaubt also an die V-Erholung. Aber nach wie vor eben ist das Problem eine mögliche zweite Welle, wenn es denn überhaupt eine zweite Welle ist, des Coronavirus. Vielleicht ist es ja die erste Welle. Jedenfalls sehen das diese befragten Großinvestoren, Vermögensverwalter, sehen das als Risiko. Und es sind nicht nur die Vermögensverwalter, die hier massiv auf der Long-Seite sind. Wir sehen, dass Hedgefonds zum Beispiel jetzt einen großen Sprung gemacht haben in ihre Equity Exposure. Das heißt, die haben sehr, sehr viel mehr Aktien. Da sind wir gesprungen von 34% auf 52%. Das ist der höchste Wert seit September 2018. Und hier sehen Sie David Portnoy, der immer bekannter wird, weil er so ein Cheerleader dieser Robin Hooder ist, dieser Privatinvestoren in den USA, die glauben, Aktienmärkte sind ganz einfach, da kannst du nur gewinnen, musst du nur long gehen. Wir sehen hier im Hintergrund auch, Stocks are easy, Aktien sind ganz einfach, du brauchst nur kaufen und schon geht es nach oben. Und das ist die Logik dieser Robin Hooder. Wir sehen hier die Hedgefund Exposure. Hedgefonds sind also jetzt auf jeden Fall auch dabei bei dieser Rallye, gar keine Frage. Und wir kriegen auf der anderen Seite, wenn wir uns das mal anschauen, durchaus Verkaufssignale. Hier Sentiment Trader mit der Aussage, dass 56% der S&P 500 Aktien jetzt ein MACD-Verkaufssignal haben. MACD ist ja im Grunde ein Indikator, der zeigt, ob ein Markt überkauft ist, überverkauft ist. Jedenfalls kann man da durchaus skeptisch sein auf dem aktuellen Niveau. Es muss also nicht ständig nach oben gehen. Sind jetzt die fetten Jahre vorbei, wie Holger Czerpitsch von der Welt hier in Fragezeichen setzt, denn die von der Bank of America befragten Investoren sind sich nicht so sicher, dass wirklich die Renditen jetzt im Jahrzehnt zwischen 2020 und 2030 so hervorragend sein werden. 67% der Manager sehen irgendwo ein Equity Return, also praktisch eine Rendite bei Aktien zwischen 0 und 5%. Das ist nicht so wahnsinnig viel, nur einige wenige erwarten 6 bis 10%. Und heute war zunächst mal so eine Partylaune an den Märkten, aber dann kamen die Zahlen aus Florida, das wäre der erste Dämpfer, und aus Texas. Hier sehen wir zunächst mal Florida, wo wir sehen, dass die Märkte dann diese massiven Gewinne, die wir zwischenzeitlich hatten, dann teilweise abgegeben haben, fast sogar wieder auf Null zurückgelaufen sind. Wir sehen auch Nord-Texas mit 765 Fällen, Texas insgesamt 2500 Fälle. Florida war über 2700 Fälle, wenn wir uns das mal vorstellen. Florida hat etwa ein Viertel der Einwohner von Deutschland und hat 2700 Fälle. Wir haben 400 Fälle derzeit um und bei. Und vor allem auch die Hospitalizations gehen nach oben mit 67%. Da sehen wir also einen klaren Trend. Die Leute müssen eher ins Krankenhaus, wenngleich die Todesrate offenkundig nicht wirklich stark nach oben geht. Und dann kam noch die Nachricht,
aus China, aus Peking, dass die Schulen geschlossen werden in Peking, in ganz Peking, und man dringend von Reisen, die nicht zwingend notwendig sind, abrät. Also wir sehen, da ist sozusagen diese Sorge vor einer zweiten Welle durchaus da. Wir haben dann auch, und das ist weitgehend von den Märkten komplett ignoriert, wir haben massive Spannungen, hört man auch kaum in deutschen Medien, massive Spannungen derzeit zwischen China und Indien. Da sind drei indische Soldaten, ein höherer Soldat, sind dort umgekommen bei Grenzstreitigkeiten. Das ist ja ohnehin so eine Geschichte, Indien-China. Man fragt sich ja immer, Nepal-Himalaya-Gebiet, warum haben das die Chinesen so auf dem Kicker? Warum wollen sie da unbedingt präsent sein? Das liegt einfach daran, dass in Nepal im Grunde die drei großen chinesischen oder die drei großen Flüsse entspringen, die durch China fließen. Und wer Nepal kontrolliert, kontrolliert dann praktisch die gesamte Wasserversorgung Chinas. Deswegen zentral wichtig für die Chinesen, strategisch, geopolitisch hier dieses Gebiet unter Kontrolle zu haben. Und es ist auch ein super Puffer gegenüber eben Indien. Es ist praktisch eine natürliche Barriere, die man beibehalten will. Und man sieht, das macht Sinn, denn hier die Streitigkeiten, die Auseinandersetzungen, die werden richtig handgreiflich. Hu Xijin, Chefredakteur der Global Times, der sagt, ja, soweit ich weiß, und er weiß meistens sehr viel, weil er den Machthabern sehr nahe steht, und soweit ich weiß, sagt er, sind auch chinesische Soldaten hier verletzt oder gar getötet worden. Also wir sehen, dass die geopolitische Lage jetzt nicht gerade ruhiger wird. Wir haben dann auch diesen Konflikt Nordkorea jetzt gegen Südkorea. Heute hatte Nordkorea praktisch so eine Art Verbindungsbüro zu Südkorea in die Luft gesprengt. Das hatte die Dame, die hier im Bild ist, das ist die Schwester des freundlichen Diktators, hatte das schon mehr oder weniger angekündigt. Heute Nacht haben sie es gemacht. Also hier scheint sich auch diese ganze Geschichte weiter aufzuspulen. Und eine zentrale Hoffnung ist ja der Märkte neben diesem Fed-Stimulus, der der Fall ist, neben all diesen bullischen Argumenten, die natürlich extrem zahlreich sind, meine Damen und Herren. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll mit diesen bullischen Argumenten. Mir fällt da eins ein, die Fed, gell, und Stimulus, gell. Aber das waren natürlich, das waren einmal Argumente. Aber die Frage ist, wie gut sind diese Argumente, zumindest was den staatlichen Stimulus betrifft. Die Trump-Administration will ja hier 1 Billionen in die Märkte pumpen, und da ist die Frage, ja gut, wird das aber auch gelingen? Wird es so weit kommen? Ja oder nein? Und hier sagt Eamon Javers, der CNBC-Korrespondent des Weißen Hauses, der direkt da davor ist, sagt also, die Chancen liegen ganz knapp über null, wenn überhaupt, denn die Demokraten wollen Trump jetzt diesen Triumph nicht gönnen, und sie gehen davon aus, dass eben dann Biden im Weißen Haus sitzen wird. Warum Trump sozusagen nochmal diese Rückendeckung geben, nochmal diesen Rückenwind geben, das wird dann wieder vom Wahlvolk ihm zugeschrieben, so die Logik. Also lassen wir das doch mal besser. Das ist sozusagen einer der großen Risiken, die wir derzeit auch am Markt haben, dass die Märkte das falsch einschätzen mit dieser Bill, mit diesen zusätzlichen Stimulusmaßnahmen, die da kommen. Wie schaut es denn auch überhaupt aus mit dieser V-Erholung, die eigentlich an den Aktienmärkten stattgefunden hat, sonst irgendwo nirgends? Wir sehen hier den CAS Freight Index, also alle Transporte von Gütern, minus 23,6% zum Vorjahresmonat im Mai. Das ist der größte Rückgang seit April 2009. Und wir sehen, wir haben also im Mai zumindest noch keine Erholung gesehen in Sachen Gütertransport. Wir haben heute die Industrieproduktion gesehen, die war auch nicht so richtig V-mäßig, ist auch deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Aber wir hatten die formidablen Einzelhandelsumsätze heute in den USA, die um 17,7% gestiegen sind. Und Donald Trump hat gesagt, ja, super, Amerika, great again. Und der Konsument, great again. Also wieder die ursprüngliche, immer wieder bei Trump zu beobachtende Komplexität der Aussage. Very big day for the stock market. Also sehr großartiger Tag natürlich für die Aktienmärkte and Jobs. Naja, wie schaut es mit den Jobs aus? Das wollen wir uns mal anschauen im Umfeld dieser Einzelhandelsumsätze. Das Einzige, was nämlich gestiegen ist, das sind die Online-Jobs, die Retail-Jobs, also die Non-Store-Retailer-Umsätze, also praktisch Online-Umsätze, was im Retail-Bereich, also im stationären Bereich ist. Das hat sich hier kaum verändert. Insgesamt kann man sagen, es gibt Argumente natürlich für die Bullen und natürlich für die Bären. Der bullische Case wird hier von Lance Roberts, den ich sehr schätze, aufgeführt, nämlich Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder komplett aufgemacht wird. Erstens, zweitens, Vaccine, also
die ewige Hoffnung auf den Impfstoff. Die werden wahrscheinlich unsere Großeltern noch träumen. Hast gehört, morgen soll ein Impfstoff kommen? Ja, das habe ich gehört, gell, das ist super, dann wird alles wieder gut. Dann haben wir Rapid Return to Economic Normalcy. Wird also alles wieder ganz normal und 2022 werden die Earnings ganz, ganz großartig sein. Und natürlich Punkt 5 ist die Fed und das ist natürlich der dickste Punkt. Der Bear Case, der weniger hübsche Fall, zweite Corona-Welle. Erstens Recovery der Economy, also langsamere Erholung der Wirtschaft. Dann eine zweite Welle des Coronavirus erodiert geradezu die Konsumentenstimmung und eben die Arbeitslosigkeit drückt dann auf den persönlichen Konsum oder auf den Konsum. Und das ist ja das, was für die US-Wirtschaft so entscheidend ist. Hier vielleicht noch abschließend, nur so als Zuckerl für die Bären, gell? Sehen wir, dass die Verschuldung in Relation zum BIP so hoch ist wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Da spielt ja eine Billion eigentlich keine Rolle mehr, gell? Hast du Billionen da, hast du Billionen hier. Nein, also das ist ja irrelevant. Schauen wir uns einmal die Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Nein, das ist er, genau, das ist er. Ich dachte erst, das wäre der Dow Jones auf Stundenbasis. Ich zeige jetzt mal die Charts alle auf Stundenbasis. Wir sehen hier diesen massiven Swing 3167 runter unter die 3080er Marke. Beim Dow Jones ist es fast noch krasser. Wir sind bei 26.800 gewesen, dann fast 1000 Punkte gefallen, als diese Florida-Geschichte kam, als die Meldung aus Peking kam, Schulen geschlossen etc. Was macht The DAX aus der Geschichte? In den Charts von Capital.com 12.335. Wir haben Gold, das aktuell handelt bei 1726. Wir haben Euro-Dollar bei, wo ist er? Weiter eigentlich unter Druck, auch wenn wir von den Tiefskursen heute jetzt erstmal entfernt sind bei 1,1259. Und wir haben, was haben wir noch? Crude-Oil, 38 Dollar und 24. Also, das ist die Lage derzeit. Wir haben bullische Argumente, die gründen sich auf Liquidität. Erstens, zweitens Liquidität, drittens Liquidität. Und wir haben eigentlich die Fakten, die sind jetzt eher weniger bullisch. Die Liquidität scheint aber die Fakten weitgehend übertünchen zu können. Die Frage ist, wie lange wird das noch so sein? Ich glaube, dass wir weiterhin diese Schaukelbörse haben, dass es rauf geht, runter geht, dass wir also jetzt nicht diesen bullischen Impetus haben, den wir jetzt in den letzten Wochen vor allem gehabt haben, dass das jetzt schwieriger wird, eben weil diese Sorgen da sind. A, dass die Wirtschaft sich so wirklich erholt, dass die Unternehmensergebnisse, die jetzt bald ja anstehen, schlechter werden. Bald werden die Analysten von den Unternehmen erfahren, ja, wie schaut es denn aus? Und da werden wir vielleicht sehen, dass dann die Unternehmensgewinnerwartung nochmal deutlich abgesenkt wird. Aber wer weiß schon, wie es an den Märkten weitergeht. Das weiß ja kein Mensch, gell? Also ich weiß es nicht, ne? Dass dieser mal, also ich habe da überhaupt keine Ahnung, ne? Also, das ist jetzt einmal das neue Format, meine Damen und Herren. Ich wünsche dir das Allerbeste, einen wunderschönen Feierabend und sag Servus und Ciao. Jetzt muss ich nur die Aufnahme stoppen, gell? Jetzt muss ich eine neue Technik. Gut, Servus.